Initializing interface. Loading video protocol. Fragmentating data source, please wait. Complete. Commencing playback. No further data found. Initializing command interface. EBP shutting down. Ja, herzlich willkommen und moin moin zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Wir schreiben Tag 6 unserer kleinen Odyssee und wie ihr seht, mittlerweile haben der Gowski und ich hier ein kleines Häuschen gebaut. Und waren jetzt zwischendurch auch schon mal unterwegs, haben ein bisschen Aloe Vera gefarmt und dann festgestellt, man kann den Scheiß nicht mal mehr pflanzen. Also bin ich jetzt unterwegs. Du nimmst gerade echt auf, obwohl ich nicht mal bei dir auf dem Server bin? Ja, du kommst da gleich dazu. Ach, ist das so? Ja, dachte ich. Ich bin hier gerade mitten in der Quest, Alter. Ach so, ja, dann mach doch deine Quest fertig und dann kannst du ja... Bist du herzlich willkommen. Darfst du mitspielen? Aber deine Facecam ist schon mal da, ist das nicht schön? Yay, hey, Leute. Ja, also der Gowski kommt vielleicht noch dazu. Hoffe ich mal. Wünsche ich mir. Fände ich toll. Und... dachte ich mir so. Ja, auf jeden Fall kann man jetzt nicht mehr einfach so Aloe Vera pflanzen. Und auch gar nichts mehr einfach so pflanzen. Denn man braucht jetzt für jeden Scheiß so einen Farmplot. Und dafür braucht man verrottetes Fleisch. Musst du dir quasi musst du Erde umgraben und dann musst du das bedüngen oder wie, also wie früher? Nö, ich muss da richtig so ein Feld bauen. Ja, also es ist wie okay. So ein Block. Leere Toolbox. Und wenn man mal einen Zombie braucht, ist nämlich keiner da, stelle ich mal so fest. Das ist mehr als assi. Also suchen wir irgendein Haus, in dem wir hoffentlich noch nicht drin waren und kloppt da so eine Viecher tot. Eine Menge Viecher. Tot. Denn ich brauche für den Farmplot, also wenn ich 10 brauche, brauche ich 100 verrottendes Fleisch. Das sind ein paar mehr Zombies, möchte ich mal sagen. Ach, da haben wir schon die ersten. Dann solltest du dir auf jeden Fall Messer schnappen, Digi, und dann die Zombies ausweiden. Das macht mehr Sinn als mit der Axt. Ach, na nun. Sei doch mal nicht so klein. Sehen, wie viel kriege ich. Ich meine ja bloß. Ja, wäre wahrscheinlich sinniger. Aber ich kriege auch mit der Axt echt 0 verrottetes Fleisch. Ja, schnapp den Messer an. Wenn ich so einen Arm nehme? Nö. Den einen Arm? Na? Lockt nur Kumpels an, wie mir scheint. Wo kommt denn das her? Hallo? Wer macht denn hier so einen Alarm? Ich hole mir erstmal ein Messer. Hab ich zufällig eins im Inventar? Nee. Hatte der Nerd wieder recht? Oh yeah! Das wird sich gleich zeigen. Der Nerd mit den Kastenhorn, oder? Ja, es ist zu früh, um zu sagen, du hattest recht, denn deine Theorie muss erst bewiesen werden. Es gibt in diesem Spiel ja doch manchmal Dinge, die sich ändern. Du kannst gleich mitkommen. Komm, folge mir. Muss ich nachher nicht so weit laufen. Ja, was ihr gerade nicht seht, ist, ich habe auch noch eine Quest offen. Ich muss Hasen, Huhn, Schwein, Hirsch und Bär töten. Ich habe gerade so eine Krankenschwester-Quest am Laufen. So eine Krankenschwester-Quest? Sollst du sie hart bedienen oder was? Ich soll die richtig hart bedienen. Gibt's der Krankenschwester? Ja, hier drin. Wir haben mittlerweile ein bisschen aufgeräumt. Schick, oder? Wir haben Kisten und so. Und sogar
Was für Mili. So. Haben wir ein Messer dabei. Dann gucken wir mal, ob das hilft. Zack. Ja, die erste Blutnacht ist demnächst da. Man darf sich schon mal freuen. Yeah. Ups, falsche Waffe. Hammer! Das weißt du, Alter. Rabimmel. Ich hab den VW mit dem Hammer auf den Kopf gehauen. Hashtag Rabimmel. Ja, weißt du, was das Messer bringt? Na? Rein gar nichts. Echt nicht? Kann man den nicht mehr auseinandernehmen? Offensichtlich nicht. Also ich krieg auf jeden Fall kein Fleisch. Ich mach nicht mal Schaden damit. Ich kann da drin rumstochern und dem die Beine abhauen. Aber der verliert keine Hitpoints mehr. Okay. So, wo kriegt der jetzt verrottetes Fleisch her? Tja, sonst schmeißt man das rohe Fleisch immer weg, weißt du? Ja, das verrottete, meinst du? Ja, genau. Also wahrscheinlich kann ich frisches Fleisch in verrottetes irgendwie verwandeln, aber selbst das ist ja noch doof. Legst einfach einen halben Tag in die Sonne. Oder 2 Stunden aufs Feuer. Ja, das ist ein gutes Fleisch. Ja, dann habe ich lecker Holzkohle. Unbedingt. Unbedingt, ja, den unbedingt muss ich auch noch umbringen. Ich habe hier gerade einen Prowlin' Pete's gefunden. Ich bin gespannt, was es ist. Ich gehe da mal hin. Oh, hier sind Minen. Das ist immer schon mal gut. Guard Company. Rappel. Ah, mit dem Kopf. Scheißviech. So, dann mache ich doch mal das Haus hier leer und hoffe, dass ich verrottetes Fleisch finde. Boah, nervt mich das, ne? Ich glaube, ich habe die Leute da drin aufgeweckt. Was passiert bei dir gerade, Alter? Knips. Schatzi, gute Nacht, Sarah. Ah, mach das mal. Hab ich schon. Ja, sie ist auch schon nochmal im Bild gewesen. Tschüss, Genie. Sie hört dich nicht. Macht nichts. So, wow, da ist noch eine. Scheiße, noch eins. Junge, du warst überhaupt nicht eingeladen zu der Party. Kannst du dich mal verpissen? Meine Fresse. Denk an deine Wortwahl. Du dreckiger Wichser. Okay. Du Lump. Dreckige Lumpen. Mach jetzt FSK 12 oder was? Hau mal kaputt. Danke. Ups. Hörst du meinen Ingame-Song eigentlich? Nee, ne? Aktuell nicht, ne? Sehr gut. Bin ich auch nicht traurig drum. Ich will wissen, was der Prowling Pizza ist. Prowling Pizza. So, da man ja mittlerweile sich ständig irgendwie infiziert, habe ich dann auch gleich mal wieder ein bisschen Antibiotika gefunden. Phänomenal, phänomenal. Kann ich schaden, ne? Ja. Hier ist doch. Oh, nee, das war so. Oh, Jesus geworden. Christ, Jesus Christ, oh! Was ist denn du schon wieder? Da ist ja ordentlich Rabimmel. Okay, heiß. Dir geht's jetzt schlecht? Nö. Ach komm. Ich schlag schon wieder durch die Viecher durch, das gibt's aber nicht. Ach, ich denke, das ist nur bei mir auf dem Server so. Nee, durchschießen nicht. Also das ist überall. Ja, ja. Aber nee, mach ruhig wieder meine. Dass die 10 Meter von mir entfernt sind und mich trotzdem hitten. Das ist nur bei dir auf dem Server. Was, wo kommt denn, Alter? Pack den scheiß Hammer aus! Und ich seh's nicht, Dreck. Alter, wo kam der denn her? Scheißvieh. Wortwahl. Puh, das war knapp. So. Krieg ich hier? Ne, krieg nur Knochen mit Nitrat. Da sollte ich eine Kerze kriegen. Okay, auch nicht. Was mache ich denn da jetzt? Ich muss erstmal hier Kram loswerden. Hier, Papier. Scheiße. Federn brauche ich auch nicht. Ah, hier, diese Leichenflatter-Dinger, die hier ab und zu mal rumliegen. Geben verrottenes Fleisch. Zumindest ein bisschen. Die kann man noch auseinandernehmen, ne? Ah, stimmt, da kriegst du auch Nitrat und so ein Stuff, ne? Jo. Yay! Yeah. Das heißt, ich habe jetzt schon mal 17. Oder anders ausgedrückt, ich hatte Glück, dass ich die Piss gefunden habe.
Scheiß auf Kaffeebohnen. Ich nehme lieber Verbände mit. Habe ich gleich ein bisschen Mumpeln für dich gefunden. Ist doch auch schön. Die Steine wollen wir nicht. Hast du schon eine Armbrust für mich gefunden? Nö. Aber ein Serrated Blade. Oh, das ist schön. Ich habe so viel Scheiße, die ich jetzt eigentlich nicht mehr brauche. Scheiß auf Wasser. So. Das nehmen wir erstmal. Können wir das lesen? Sehr schön, ja. Irgendeine pimmelige Quest und irgendeine pimmelige Quest, die ich schon habe. Dann haben wir hier noch Gold und Silber. Eisenstiefel, die wieder aus Armor Plating. Das finde ich hingegen sehr gut. Scheiß drauf, Blei, brauche ich nicht. Und hier den Stoff brauche ich auch nicht unbedingt. Die Eisenhandschuhe nehmen wir auseinander, dann passt das. Dann haben wir noch ein paar, so eine kleine Toolbox. Wup, wup. Gucken wir doch mal, was da geht. Und da gibt es ein Rad. Und Mechanical Parts. Wow. Also das Rad ist echt cool, aber sonst. Den Rebuff-Block nehmen wir auch noch irgendwie. Verband, die normalen, können wir wegschmeißen. Taschenlampe habe ich en masse. Was kann ich denn? Dose Chili und Scheiß. Sieh gerade, man kann sich mit Spiritus gar nicht mehr besaufen. Nicht? Ist halt Unding. Das geht ja so gar nicht. Ne? Was ist die Welt jetzt noch wert? Ohne Besaufen am Spiritus. Ich meine, ich trinke ja sowieso nicht, aber. Ja, wenn man alt wird, ne? Wenn es einem einfach nicht mehr so schmeckt, außer auf Konzerten. Ja, auf Konzerten geht Bier immer. Auf jeden. Haben Das wir muss die beim sein. Elbrite gesehen, ne? Also da war ich gefüllt. Hier. Aber so ansonsten echt nicht, Ja, oder? das ist diese schöne gesellschaftliche Komponente, die uns alle zu besseren Menschen macht. So, jetzt brauche ich noch mehr dahin geflatterte Leichen. Viel, viel mehr. Gib mir. Liegen hier vielleicht noch zerfledderte Kinder auf dem Spielplatz? Nein. So, ich glaube, ich gehe jetzt mal meinen ganzen Stuff abladen und gucke dann weiter nach irgendwelchen Leichen, die irgendwo rumliegen, damit ich die schänden kann. Ich muss es auf jeden Fall erstmal zu meinem Händler da rein, meine Quest abgeben. Ja, das müsste ich bei Zeiten auch mal. Ich habe gerade Wasser weggeschmissen, ich hätte es auch einfach trinken können. Ich Idiot. Ja, ich muss auch gerade hart was trinken. Oh, da kommt schon wieder einer. So, was willst du mir denn? Oh, du willst mich hauen. Ich klinge Das aufgrund meiner sind Rüstung. Zombies so an sich. Ja, das machen die manchmal, ne? Ja. Auch für die Zuschauer, ich klinge mittlerweile, wenn man dich schlägt, wie ein resonierendes Benzinfass. Das könnte an meiner Eisenrüstung liegen. Das ist nur eine Vermutung. Hier ist ein netter kleiner. In diesen Kellern liegen ja gerne mal irgendwelche Leichen und Schimmeln vor sich hin. Aber trotzdem muss ich jetzt erstmal abladen, das geht so gar nicht. Ah, guck mal, hier liegt noch eine mitten auf dem Boden. Das tun die Dinge halt immer so machen, ne? Liegen und schimmeln. Schimmeln, schimmeln. Ja, manchmal hat man Glück und findet den Scheiß sogar im Müllsack. Absolut. Wobei Glück so ein bisschen relativ ist, ne? So, die Frage ist, wo machen wir die Farm hin in unserem kleinen Würfel zu Hause? Außerhalb würde ich sagen, das kannst du mir hübsch mit einem Eisenzaun umranden. Oh, ganz Finde ich mal gut idyllisch, ja. sowas. Oder weißen Lattenzaun. Ja, die müssen wir betrunken bauen. Nach Ja, dann der müssen wir, Spätschicht. dann geben wir uns jetzt einfach Hardwick Midi Night. Und dann machen wir das. Ja, Ich weiß gar nicht, wo das Problem ist. So. das Problem ist einfach, dass wir nicht mehr trinken. Ach so. Ja, das hätte man mir sagen müssen. Ja, manchmal trinken wir schon noch. Ja, Letztens habe ich tatsächlich den ganzen Cocktail geschafft. Und vier Bier oder fünf oder sechs. ich hab mir so ein neues vor der Kirsch gegönnt und ich habe es instant wieder Kopfschmerzen gekriegt. Ich kann einfach nicht mehr zu Hause alleine trinken.
Wo kommen wir nur hin? Wattenscheiße. Ohne Scheiß. Die Ich habe Welt so am Abgrund. eine, so eine sehr alkoholische Vergangenheit, wie du ja auch weißt. Was wir damals gesoffen haben, das war Ja, das war grenzwertig, gebe ich dir recht. fast legendär. Aber es Ich ist bleibe alles. grenzwertig. Definitiv. ja. Aber wir hatten ja Spaß, ne? Ja, das wäre das Wichtigste, ne? Hauptsache Spaß haben. Ne? Alkoholiker werden und Spaß haben. Was man so macht. Das war eher so in meiner damaligen Depressionszeit, als ich noch in einer berüchtigten Firma hier in Bolzenburg gearbeitet habe. Uiuiui, jetzt wird's intim. Jetzt wird's dark, Ne, ne? Leute, jetzt müsst ihr zuhören. Nee, das erzähle ich lieber nicht. Ja, Ne, also. gut, habe ich dich ja dezent darauf aufmerksam machen können. Dass das vielleicht der falsche Ort ist, um über deine intimen Vergangenheiten zu reden. Ich meine, mach. Nicht intim, halt dunkel. Da arg. Zu Phasen gibt, wenn der Wecker klingelt und man einfach auf der Bettkante sitzt und heult, weil man einfach nur noch tiefst depressiv ist, Alter, das geht nee, also Ist auf jeden echt Fall nicht, übel. ges nicht gesund, auf jeden Fall. Nee, deswegen habe ich auch vor ein paar Jahren den Absprung geschafft. Ja, Und Depressionen sind. tada, ich lebe noch. Und machst jetzt aber YouTube-Scheiße. Viel besser. Ja, ich sehe das schon kommen. Das wird hier so eine kleine Selbsthilfegruppe von Menschen, denen es Ja, kacke geht. Ich meine, ne? fände ich gar nicht mehr verkehrt. Also, ich wäre ja sogar adäquater Ansprechpartner. Markus ist Sozialpädagoge. Ja, ich wollte das nochmal betonen. Er Akademiker und so. studiert. Aha, Ja. Akademiker, Mit Scheiße. Niveau. Ne? Niveau Boston. Ne. Ne. Niveau im Sinne von, ich habe drei Stockwerke im Haus und kann auf den Rest der Königsgrätzle runterspucken. Das ist mein Niveau, also so ein Höhenniveau. Du bist so ein arroganter Pimmel, Alter. Danke. Unfassbar. Alle Ja, aber. 33 Abonnenten, Aber. Wie dir das so bitte. ist, weißt du, wenn dir die Gesellschaft auf den Sack geht, dann musst du dir einfach manchmal auf den Kopf spucken. Das ist halt so. Ich wünschte, ich könnte das auch. Ja, siehst du. Ne? Also spricht der Neid aus dir, sag das so gleich. Ja, also ich wünschte, ich könnte mir auch was leisten, aber no budget, Ach also. so, ich dachte, du wünschst dir auch, dass du Leuten auf den Kopf spucken kannst. Nee, so groß bin ich nicht. Ich bin nur 1,80. Oh. Ist doch ein guter Durchschnitt. Ja, ich bin 1,80 und ich bin dick. Ich bin dick. Oh. 1,80 und 95 Kilo, das kann doch nicht wahr sein. Oh Gott, ein Zombie. Das ist viel zu viel Vom Händler Mensch. kommt eine Zombie, Alter. Das kann doch wohl nicht wahr sein hier. Das ist ja ein Unding. Und sie ist nackt. Ach, die Alte mit dem Piercings in den Nippel. So Richtig? hoch ist die Auflösung von deinem. Oh ja, stimmt doch. Doch, sie hat Piercings. Siehst du, sag ich doch. So eine Grün, richtig? Ja. Ich bin so klug. KLUK. Ich guck sie mir mal gerade detailliert an und sie ist tätowiert sich gerade. Das habe ich vorher nie Das auch drauf noch. geachtet. Sie hat überall Also, Piercings. wenn du mir jetzt noch Piercinge? Piercen? Piercing? Piercings sind. Wenn du mir jetzt noch sagen kannst, Piercinge. was sie anzeigen, ne, dann überraschst du mich echt, weil das traue ich meinem Laptop echt nicht mehr zu. Was sie anzeigen, das sieht so aus wie so ein Fisch oder so. Also liegt auch gerade ein bisschen. Ja, Oh doch, mein das ist Gott. ein Fisch. Oh mein Aber Gott, jetzt sie war ist es eher. Christ. Sie war Christ, ganz eindeutig. Glaub, sie war Asiatin. Das sah so aus wie so ein asiatisches Fischtattoo. Auch möglich, ja. Schimmliges Brot. Das ist nicht ganz das, was ich haben wollte. So, ich klopfe mal ganz freundlich an. Oh, ich muss gar nicht anklopfen. Ist offen. Das ist ja schön. Hier, bei uns in der Umgebung, ne, da sind die Leute gastfreundlich. Das ist unglaublich. Besser ist. Finde ich auch. Ich kann mittlerweile tatsächlich so gut schleichen, dass ich bis auf den Nahkampf herankomme an die Viecher, wenn ich hier auf irgendwas auftrete. Tja. Und damit Nahkampf Double Damage mache. Das drückt ganz schön rein mit so einem Stahlhammer. Ich habe auch einen Stahlhammer gefunden. Oder Eisenvorschlaghammer, Level 3. Ich bin ja noch nicht so weit wie du. Ich bin ja jetzt Tag 3. Ja, aber
Ich habe immer noch keine Baseball-Karte gefunden. Das bricht mich so ein bisschen an. Ja, die ist tatsächlich, also sie ist schön schnell. Zumindest Ja, sah das bei dir absolut. so aus. Ja. Nee, das hat mir gefallen. Ich möchte auch sowas. Wieso kann ich eigentlich die Kaffeemaschine looten, aber nicht den Toaster? Weiß ich nicht. So. So. Boah, ich habe Kaffee gefunden. Kaffee. Die Welt ist besser mit Kaffee. Bin ich auch großer Fan von. Am besten kalt mit Milch. Geiler Ja. Scheiß. Du bist auch, also, einmal bist du echt eklig, muss ich dir leider sagen. Hallo? Reiß dich mal ein bisschen zusammen, Alter. Ich soll mich zusammenreißen. Du Ja. sollst. Oh shit. Ich hab Hund. Ich hasse Hund. Also, ich liebe Ich meinen Hund wieder einmal, hab aber. Quest abgegeben und meddle jetzt nach Hause. Also Okay. in mein Häuschen und dann Kommst spawne ich mal vorbei. zu dir rüber, würde ich sagen. Super gut. Mir fällt gerade ein, ich finde Hund gerade doch ganz klasse. Die geben verrottendes Fleisch. Ja, ich freue mich auf dich. Kannst du mir helfen, Müll zu finden? Ah, ich bin ein Mülltransporter hier, oder Mein Hibi, was? Weißt du was? Ich bleib doch auf meinem Server. Ich hab die Fresse voll. Mit dir spiele ich nicht mehr. Mit dir spielen die nicht mehr. Ich Immer willst du alles frag haben. Frau Ode nicht mehr, ob Markus rauskommen kann und spielen. Es ist vorbei jetzt. Du musst auch nicht Frau Ode fragen, das musst du Fräulein Ode fragen. Also damit meine ich die Mini-Ode. Ach so. Quasi die, Scheiße. den Inbegriff der Müller-Ode-Experience. Das Resultat der Experience. Auch das, ja. Nee, das Ergebnis. Ja, die Konsequenz. Wie wenn du das irgendwann mal siehst, ne? Machen wir Spaß, wir haben die alle lieb. Ja, haben wir. Du bist super nervig und super süß. Oh ja. Karies-Alarm. Ja. Rappel. Oh, ich habe ein Klo gefunden. Danke. Da ist nicht mal verrottender Scheiß drin. Warum brüllst du mir denn ins Ohr? Weil ich ein lautes Organ habe. Und aus irgendeinem Grund kommt der Sound anscheinend über Discord lauter rüber als bei OBS. Warum weiß der Geier? Ich weiß nicht, OBS was ist das einfach OBS ist. immer noch das Aufnahmeprogramm. First World Problems. Ja, ein bisschen, aber Problem bleibt Problem, Junge. Verdorbener Müll. Warum ist im verdorbenen Müll kein verdorbenes Fleisch? Was soll denn sonst verdorben sein? Der Kerzenhalter und die Dose, die ich darin gefunden habe, oder was? Oh, nee, doch nicht. Warte mal, wenn hier ein Ventilator ist, ne? Dann ist da auch was drunter. Ja, ich hatte recht. Aber der muss hier irgendwo. Jetzt kann er sich wieder brüsten. Ich hatte recht mit etwas. Ja, dann ist doch bestimmt hier eine Treppe. Hallo, Treppe. Keine Treppe. Wie komme ich denn dann da ein bisschen runter? Wie komme ich wieder rauf? Das ist ja jetzt die große Frage. Absolut. Irgendwo muss es hinführen. So, ich werde mal meinen Eisenvorschlaghammer oder mein Iron Spear mit einem Vorschlaghammer austauschen. Mach das mal. Wow! Das für Digga, eine mein Nummer. Trommelfell, Alter. Also du weißt, dass du das beim Discord leiser stellen kannst, oder? Ja, das macht das ruhig, aber ich dachte, das wird dir helfen. Entschuldigung, dass ich dir helfen will. Es tut mir leid. Solltest du ja auch. Ja, deswegen betone ich das ja so. So, ich bin jetzt in irgendeinem Bunker gelandet. Hier ist kein Schwein. Komplett tote Hose. Interessiert Kassau. Was bist denn jetzt so? Früher warst du mal cool. Weißt du, was traurig ist? Ich habe so viele Mumpeln mittlerweile und keine Knarren dafür. Das Das ist so ist. erbärmlich. Ja, ein bisschen. Das ist das Glück des No-Budget-Nerd.
Aber du kannst sie beschmeißen damit. Mit Kohle kann ich sie beschmeißen. Du kannst dir die günstige Munition leisten, aber nicht die Waffen. Ich muss mal kurz zusammenrechnen. Ich habe 325, 7,62 Munition. Das geht schon mal. Ich habe 430 9mm Patronen. Nicht die passenden Waffen. Da lässt sich auf jeden Fall schon mal eine richtig gute Party mitschmeißen. Gute Blutbank mit überleben, oder? Und schmeißen meine ich damit wortwörtlich. Ja, weil mehr kannst du damit nicht machen. So, was geht denn hier noch? Ist hier etwa wirklich keine zu Hause? Gibt's ja gar nicht. Jetzt habe ich hier so ein schimmliges Badezimmer gefunden. Alter, was auch traurig ist, ich hab Eisenspitzhacke, ich habe Eisenvorschlaghammer, ich habe ein Jagdmesser dazu, aber ich habe noch nicht mal eine eiserne Feueraxt gefunden. Ich habe immer noch mal eine schimmlige Steinaxt, Alter. Was ist hier eigentlich los in diesem Spiel? Das ist echt arm. Ich habe gerade tatsächlich das Rezept für eine gebackene Kartoffel gefunden. Alter, wofür braucht man ein Rezept für Backkartoffel? Jetzt mal im Ernst. Ja, vielleicht ist dein Charakter, vielleicht hat er den Schlaganfall. Ja, vielleicht hat er den Schlaganfall, muss alles neu lernen. Ja, alles. Auch wie man eine Kartoffel ins Feuer schmeißt. Wenn du dich an überhaupt nichts erinnern kannst, wenn du kaum weißt, was Feuer ist. Wer weiß? Unwahrscheinlich. Unrealistisch. Unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. Oh, ein Waffenschrank. Ich freue mich. Hier ist schon wieder vom Thema ablenkt, Alter. Du kannst dir nachher die Folge angucken. Hier ist wirklich ein Waffenschrank. Und pinke Farbe. Du solltest übrigens 7 Days nicht auf Sonntag jetzt verlegen. Oh. Du willst ja jetzt mit Imperium ein bisschen Regler unterdrehen bei uns, ne? Mach doch eine Folge 7 Days dienstags und donnerstags Rimworld oder so. Auf Rimworld freue ich mich übrigens. Rimworld kommt jetzt Donnerstag. Ich weiß, das freut mich. Oh, ich glaube, ich krieg Besuch. Also das ist dein In-Game-Sound. Nee. Bei mir ist alles still. Kloppen die hier gegen. Dass die Tür gesperrt ist und sehr dick. Dann kann ich mich erstmal hier um den Scheiß kümmern. Ich habe sogar noch Lockpicks mit, das ist sehr herrlich. Nicht zu fast. Aber wie ätzend ist das? Man kann die echt nicht benutzen bei diesen Waffenschränken. Was will er sonst? Ich habe die auch benutzt, ne? Ja, ich kann sie nicht benutzen. Dann ist der wahrscheinlich schon mal versucht, zu knacken oder was? Meinst du? Vielleicht ist das schon mal so ein Ding abgebrochen. Das glaube ich nicht. Also wenn die abbrechen, musst du einfach nur ein neues benutzen, dann geht's bei der Zeit, die du hattest, weiter. Was? Also ich habe jetzt bloß einen Level geskillt, aber wenn bei mir so ein Ding abgebrochen ist, dann ist Titel, dann muss er den aufkloppen. Echt? Nö. Bei mir war das, den konnte ich noch eins benutzen. Da hast du wahrscheinlich schon ein bisschen höher geskillt. Ich habe das, glaube ich, gar nicht geskillt. Sieht mich an, ich bin Ragnar. Bei mir sieht sowas nicht. Halt doch die Fresse, ey. Weißt du, leider fühle ich mich in meiner eigenen Aufnahme gemobbt. Muss das sein? Muss das wirklich sein? Ich hoffe, du siehst dir das nachher an und blickst mir in die Augen, während ich das sage. Ich blick dir die ganze Zeit in die Augen. Ich versuche jedenfalls. Ich versuche im Dunkeln die Kamera zu finden, aber ich glaube, sie ist hier. Also ich blick dir wenn denn in die Augen, du siehst mich ja nicht. Das ist absolut korrekt. Aber es hat mich gefreut, dass wir vorhin, achso, Leute, Ragnar hat jetzt eine neue Facecam. Sollte ich erwähnen, das ist ja nichts Sonnes, also sie funktioniert jetzt halt endlich mal. Genau, es bleibt nicht immer stehen, das Bild ist immer flüssig und ist auf Ragnars Art, jetzt ist es scharf. Ja, es wird gerade immer lauter hinter mir. Ich mache mir Sorgen. Das ist immer schlecht. Sowas ist immer instant schlecht. Ja. Boah. Jetzt habe ich wieder nicht genug Platz für den ganzen Scheiß. Aber ein Level 5 Iron Spear. Oh, nett. Und ein Level 6 Iron Knuckle. Noch viel netter, oder?
glaube, das macht Spaß mit den Teilen. Ja, ich glaube auch. So, wird der jetzt hier eingekloppt, ey? Ich check's nicht. Yeah, ich habe eine Pistole gefunden. Level 1. Wie? Endlich. Na, immerhin. Besser als gar nichts. Ja. Jetzt sind die Dinger nicht mehr ganz wertlos. So, hier. Ja, Dose Fond kann weg. Dann nehmen wir das mit. Die. Wer schüttet sich eigentlich eine Dose Fond hinter, Alter? Das ist so scheiße. Das hat mich schon wieder gefragt. Fond ist so eine Art Soßenbinder oder was? Nein, Fond ist so der ausgekochte Scheiß von allen. Das gleiche Thema hatten wir übrigens in einer Folge schon mal. Echt? Ja. Déjà vu. Hab schon mal gesehen. So, kriegen wir alles mit, können wir alles verticken. So, und jetzt, Alter, die fauchen hier auch schon wieder. Ich mache jetzt hier die Tür auf, so. Und gucken wir mal, was hier abgeht. Die fauchen hier direkt. Klock. Ich sehe das schon wieder kommen. Ich muss die Tür wieder dreimal aufkloppen. Oh, wie unglaublich belastend, Alter. Ich esse eine Kartoffel und bin vergiftet. Wow, er ist da. Ich habe ihn gefunden. Der ist da. Alter, hab ich mich gerade verjagt, dieser beschissene Dreckszombie. Wo ist denn der jetzt hergekommen? Die ist auf jeden Fall gerade hinter mir aufgetaucht. Was ich nett finde, dass wahrscheinlich gleich mein Trommelfell anfängt zu blüten. Ja, Entschuldigung, ich habe mich erschrocken. Darf mir das nicht auch mal passieren? Puh. Okay. Da ging gerade mein Herz ein bisschen schneller. Ein ganz kleines bisschen. Jetzt klopp ich wieder Türen auf. Boing, boing, boing. Ja, halbe Stunde ist übrigens schon rum. Ja, und ich komme hier einfach nicht weg. Irgendwie gerade. Warum denn nicht? Findest du die Escape-Taste nicht, oder was? Nee, das nicht, aber ich habe tatsächlich nur 4 Schränke zur Auswahl, die ich irgendwie befüllen kann. Die sind irgendwie alle voll. Boah, nee, jetzt muss ich hier wieder diese scheiß Tür 5-mal klein kloppen, da habe ich keinen Bock drauf. Und es gibt keinen anderen Weg hier raus, das ist irgendwie frustrierend gerade. Ich bin weißt du, was auch frustrierend ist? Na? Dein Gesicht. Ja. Es macht mir auch selber manchmal ein bisschen Angst, so morgens, wenn ich in den Spiegel gucke und denke, ach. Jetzt nee. Brauche ich wieder einen neuen Spiegel. Leg dich hin. Ne? Mach die Augen zu, lass das bleiben. Dann verzichte ich auch wieder aufs Frisieren und dann sehe ich noch beschissener aus und ach. Ne? Du frisierst? Ja, natürlich. Also kämmst du dir nicht die Haare oder was? Meistens nur zu Weihnachten. Ach so. Und dann lässt den Zopf einfach 355 Tage drin oder was? Nee, das ist einfach so ein. Ich trage Haarspangen tatsächlich. Ach so. Ich dachte, du tackerst. Schön die Haare an die Kopfhauttacke. Wie sich das gehört. Wenn du jetzt eine halbe Stunde voll hast, dann solltest du jetzt wahrscheinlich die Folge erstmal beenden und dann starten wir gleich eine neue Folge mit Boah, was hältst du davon? Ja, aber warum? Warum nicht? Ja, ist ja Quatsch. Soll ich jetzt einfach so reinjoinen? Das ist doch auch doof. Ne, natürlich. Außerdem muss ich mal aufs Klo oder will ich noch eine Dampfen geben? Ja, der macht das doch. Also, ich würde eine Pause machen und dann nochmal eine halbe Stunde hinten dranhängen. Oder so. Ne, dann können wir nochmal gemütlich rauchen. Ich verschwende hier nicht so viel Zeit. Du kannst mir dann bei der helfen, Müll zu suchen. Suchen wir gleich Müll. Dann machen wir das doch gleich mal. Bis gleich. Bis gleich, Leute. Ja, da sind wir auch schon wieder. Ta-ta-ta-ta. Wie von Zaubern in der Basis. Ja, wo treibst du dich denn rum? Ich initialisiere noch. Ich bin da. So. Ich wollte sagen, du stehst doch hier schon. Party Invite sent. Ja, ich habe schon mal mein Inventar aufgeräumt. Und jucke jetzt mal zu dieser alten Militärbasis hier rüber. Denn ich meine, mich zu erinnern zu können, dass da noch ein paar Kadaver waren. Hoffe es zumindest. Und versuche nicht in die Minen reinzutreten. Oh ja, das Knistern ist richtig geil im Ohr. Gib mir mehr. Okay, hier sind auf jeden Fall Leichensäcke. Und da kriege ich auch verdorbenes Fleisch raus. Perfekt. Echt? Ja. Das dauert mit dem Messer definitiv zu lange. Das geht mir alles viel schneller. Ist vielleicht nicht so lohnenswert, aber scheißegal. Oh, wir haben doch so viele Militärbasen gefunden, oder?
Ich krieg hier vor allem Knochen, ey. Ich will nicht Knochen, ich brauch Gammelfleisch. Gibst du jetzt doch so ein Erdbeerriegel, ja? Mhm. Steht, die sind nicht so geil. Besuch. Nee, sind sie auch nicht, aber. Bitte. Ja. Komm. Und zack. Weg ist die Rübe. Mitten in die Fresse. Das hat geschallert. Das ist aber schön, dass ich das Plastik aus den Leichensäcken auch noch einsammle. Bitte gib mir noch ein bisschen mehr geknistert. Oh ja, danke. Oh, das Leben hat endlich wieder einen Sinn. Ja. Mit ganz viel Knistern im Ohr. Musst du schon laufen, ne? Doch. Echt? Natürlich. Hey Leute. Ich hab doch gesagt, da sind wir wieder, nicht da bin ich wieder. Ach so. Ja, ich Ja. War gerade so ein bisschen egoistisch. Tut mir leid, ich hab gerade echt ein tierisches Loch im Magen gehabt. Ja, ja. So fängt's an. Ach ja, hier war ja Sprit. Ganz viel Sprit. So, ich will mir Leichensäcke, das hat sich gerade gelohnt. Aber nö. Jetzt hier noch was. Was ist das denn? Achso, das ist ein Fass, das draußen steht. Hm. Das war ja der kleine Anfang. Ich will mehr. Sag mal, hatten wir jetzt eigentlich die große Shamway-Fabrik schon gelootet? Nee, ne? Ach, nee. Da wolltest du ja nicht weiter reingehen. Da meintest du ja, das ist wieder der gleiche Scheiß. Es ist wieder der gleiche Scheiß, ja? Ja, ich gehe jetzt gerade nochmal in die große Shotgun Messiah Fabrik und hoffe, dass ich hier noch ein paar Leichen finde. Ich bin mir nämlich nicht sicher. Aber weißt du was, lass uns in die Shamway Fabrik gehen. Das wird sicherlich eine ultimative Folge mit wieder den ganzen Bauarbeiter Zombies. Boah, die ist doch im Arsch der Heide. Die ist direkt neben uns, du Trottel. Was? Ach nee, das ist ja die Shotgun Messiah Fabrik, Entschuldigung. Genau. Entschuldigung. Ne, die andere, die war. Da muss man ein ganzes Ende rennen. Stimmt. Ja, nee. War gerade mein Fehler. Das ist falsch gedacht. Muss man gerade auf der Karte gucken. Ja, doch, das ist ein ganzes Ende. Wäre ein Fahrrad oder sowas schon ganz cool. Aber wir könnten das einfach den Weg dahin einfach rausschneiden und dann da die Aufnahme wieder ansetzen. Dann wollen wir nicht Zeit sparen. Denn das ja, muss ich aber erstmal gucken, ob ich gut ausgerüstet bin. Ich habe 3 Erste-Hilfe-Verbände, 5 Schmerzmittel. 10 Schmerzmittel, 10 Verbände. Munition, ja, geht so. Ich müsste halt mein Stuff hier nochmal irgendwo zwischenlagern. Am besten in dem Auto hier. So, ich habe ein bisschen was zu trinken, ein bisschen was zu essen. Auf meiner Sache eigentlich ganz gut. Also ich habe bloß 2 Eier und Speck. Ja, ich auch. Aber wir gehen in die Lebensmittelfabrik. Ich glaube, wir finden da was. Yay! Wenn wir loskommen. Ja, warte, ich setze mal eben Wegpunkt und dann spule ich das für die Zuschauer nachher gleich vor. Ne? Also Leute, wir sehen uns gleich. So, ab jetzt kannst du quatschen, was du willst. Quatschen, was ich will. Die Leute hören nachher ein Wichser! Ja, das war jetzt so lang gezogen, dass es wahrscheinlich trotzdem verstehen. Ja, wie macht man denn X lang, ne? Warte mal, ich doch gerade schnell einen Wegpunkt gesetzt, damit wollen. Was machst du denn da? Ich laufe in die richtige Richtung jetzt. Ja, ich bin so klug. K-L-U-K. Gut, ich muss mal ein bisschen drauf achten, wie lange wir jetzt laufen. Das sparen wir ja nachher quasi an Zeit. Ist das ein Händler? Hier ist ein Händler um die Ecke. Markier den gleich, Mann. Ja, das ist ja geil. Wegpunkt speichern. Das ist ja geil. Händler 2. So. Das ist ja echt nobel. Jetzt belohnt.
schön auf Wanderschaft. Ich hätte gerade noch einen Skillpoint, den ich verteilt habe. Oh, ich habe auch noch einen, warte mal. Wo ist mein nachher mit den Leuten? Hä? Wo? Nee, ist doch das, dann machen wir nicht. Zack. Ja, meist halt so. Dead Eye, Special Rifle. So. Nee, das war's nicht. Fortitude ist es. Zack. Ich bin gerade erst mit dem Deep Cut einmal gelevelt. Mhm. Weil es macht tatsächlich Sinn, auf Deep Cuts zu gehen, wenn du ein Speer hast oder eine Machete oder sonst irgendwas. Ja. Und die Viecher fallen einfach irgendwann tot um. Da ist eine Wildsau. Mach die mal weg. Mach ich gleich mal weg. Aber erst will ich hier... Swift. Ach, kann ich nicht lernen. Brauche ich 2 Punkte. Wo ist die Wildsau? Ja. Warte, ich mach Sneak Attack. Hab ich die jetzt? Oder ja, hast das, du die jetzt? Das war ich. Ich hab sogar ein Messer dabei. Perfekt. Bildung nennt. Das läuft. Im wahrsten Sinne. Das ist auch, ich find's immer rasig, dass ich so schnell aus der Puste bin, obwohl ich schon geskillt habe. Hast du Cardio geskillt? Ja. Echt? Ich glaube ich noch gar nicht. Ich habe Cardio. Ich habe halt Heavy Armor geskillt, ne? Das lohnt sich halt. Da habe ich, glaube ich, nur einen Punkt gesetzt. Und bei Cardio halt auch. Ja. Boah, ist das noch ewig weit, ey. Ja, ich habe halt, dadurch, dass ich sowieso Fortitude machen muss, wegen der Machine Gun, habe ich da gleich mal ein paar Punkte reingeballert. Ich habe ein Ei gefunden, Junge. Geil. Mache Eier, Junge. Mache viele Eier. Ich habe einen Zombie gefunden, Junge. Ich habe einen Zombie die Rübe weggeballert. Man schert aber ganz schön oft mittlerweile, oder? Wie? Also die jetzt, die Experience Points. Ja, jeden, den ich umbringe. Boah! Das war ja mal ein komischer Schlag. Ja, der ist einfach plötzlich wieder ganz woanders gewesen. Ja, das ist ins Assi. Können wir mal hier oben lang laufen. Haben wir ein bisschen Überblick. Vielleicht finden wir ja noch was Cooleres. Das bezweifle ich. Hier ist eine ganze Menge nichts. Aber es ist immerhin grün. Ah, ich sehe sie schon in der Ferne. Riesenturm. Das ist gut. Hä? Ich höre doch hier was. Oh, ich habe eine Magenverstimmung. Bisschen. Jetzt muss ich pupsen und kann nicht mehr rennen. Das ist ja höllisch. Wattenscheiße. Honig wäre gut oder so. Also musst du dich jetzt die ganze Zeit darauf konzentrieren, nicht zu furzen. Laufen, nicht zu kacken. Nicht zu kacken. Boah, mein Dings ist halt voll im Eimer jetzt. Deine Ausdauer. Nee, nicht nur Ausdauer, ich habe alles rausgeschissen quasi. Ich muss erst wieder neu essen. Ich habe wohl alles weggeschissen. Das ist ja Hölle. Das ist wirklich schon. Ich habe noch Magen. Solltest du noch gleich wieder 7 Jahre anmoderieren, ne? Ja, mach ich auch. Ne, wenn wir schön direkt davor stehen. Kackfeder im Bauch hin, Mensch. Ja, sehe ich genauso. Außer die machen mal einen vernünftige Armbrust oder sowas, mit der man wirklich was anfangen kann. Also, wenn du das ein bisschen skillst, dann lädst du echt fix nach und der Schaden ist auch enorm, also... Macht Spaß. Und es ist halt still. Ja? Kannst halt die Häuser so leise wegsnicken.
Ja. Das geht schon da vorne. Ja. So, gehen wir mal hier hin. Warte, ich komme mal ran und dann moderiere ich gleich wieder an. So, da sind wir dann auch schon wieder. Das ist unser kleiner Shamways. Naja, klein. Klein ist relativ. Ne, ich habe mir zwischendurch noch eine schöne Lebensmittelvergiftung geholt und habe jetzt mein gesamtes Essen verballert. Aber, wie ich es von vorhin schon sagte, gehen wir in eine Lebensmittelfabrik und finden da hoffentlich auch Lebensmittel. Komm hier. Boah, ich habe volle Bauch geboxt. Ey. Der hat ein Schwein gehabt, dass er gerade das Ding da runtergefallen ist. Lucky Looter, geil. Sehr gut. Find more junk and loot. Pistolen-Schematic, Anvil-Schematic und noch eine Quest. Willst du mir die auch mal irgendwas? Nö, ne? Guck halt rein. Oh, Sniper, das ist das für dich. Klitzekleine Spinne habe ich hier. Sniper ist da drin, ja. Achso. Sniper Volume 6, Armor Piercing Ammunition. Learn to craft Armor Piercing 762 Ammunition. Do more damage against Armored Components. Geil. Ja, da. Gibt's da keinen anderen Weg lang? Lass hier mal freikloppen. Denn, okay. Von wegen Rückzugsweg oder was? Hier ist eine ganze Rotte hinter. Man hört es. So wäre es nicht schon wieder cleverer, einfach den Stein wegzukloppen? Dann mach das doch. Wieso steig ich hier eigentlich alleine drauf ein? Weil ich gerade meine Lautstärke besser höre. Ist nicht ganz schön viel laut. Ja, stimmt, wo du es sagst. Der Ausschlag bei mir ist auch recht hoch. Obwohl, nee, das war dein Gequatsche, dass du laut war. Tut mir leid, Alter. Nee, muss es gar nicht. Ich mache jetzt doch lieber. Oh ja, da ist ordentlicher Bimmel hinter. Ja. War. Das ging. Hat Spaß gemacht. Das war flott, ja. Gut, dass wir erst ohne. Zack. Packst auch echt völlig unnötig die Shotgun aus. Ich meine, sinnloser die Munition verschwenden kann man kaum. Aber es macht Spaß. Ja, und nachher holst du wieder rum, dass du keine Mumble mehr hast. Dann vertraue ich einfach auf dich. Ja, super. Dass du mir welche gibst. Also, ja, man kann es auch anders nennen. Du motzt mich voll, dass du keine mehr hast. Absolut. Hier ist eine Stahlschaufel. Hier ist Bier. Ich habe Honig. Auch schön. Ich kann wieder nichts mit den Lockpicks anfangen. Das kotzt mich ein bisschen an. Guck mal, ob du das auch machen kannst. Ich habe keine Lockpicks. Achso, soll ich dir, warte, dann kann ich dir ja geben, das ist nicht das Problem. Ich habe irgendwie 62 Stück mit, warum auch immer. Hinter dir liegen welche. Wo denn? Ach hier. Ich schließe ihn gerade auf, wenn es denn funktioniert. Okay. Also du musst E gedrückt halten und den auswählen, ne? Ach so, ja, das könnte tatsächlich das Problem sein. Danke. Yeah, ist offen. Was ist da Schönes drin? Boah, der Basic Level 5, Hammer. Nee. Das ist natürlich sehr schön. Und so ein Stun-Button Level 3, aber der ist eher Thema, oder? Ja, die brauchen wir nicht unbedingt. So, ich kümmere mich. Da hab ich ja noch Bock drauf. Basic Level 5. So, und dann geht's ja auch gar nicht mehr weiter, ne? Oder sehe ich das falsch? Ich hab ein bisschen Dusel. So, ich glaube, hier waren wir auf jeden Fall schon oben. Möchtest du die Beasy Level 2 haben? Nö, zumindest nicht jetzt. Jetzt brauche ich die erstmal nicht. Kommt man hier irgendwie hoch? Also ich weiß, hier unten hatte ich schon geklärt. Hier oben geht's. Hier ist der kleine Leiter, Digi. Ja, du meinst die halb kaputte hier? Ja. Aber da kommen wir ja nicht hoch. Natürlich kommen wir da hoch. Bist du woanders als ich? Ja, du bist woanders als ich. Nee. Wo treibst du dich denn rum? In der Küche, wo gerade war. Ach, oh, guck mal, ich hab einen Pappkarton gefunden. Magnum-Munition. Oh, Jesus, ich brauche vielleicht Hilfe. Ach, da oben bist du.
Ah, das habe ich tatsächlich nicht gesehen. Boah, ist wieder voll durchgegangen, der Schlag, Alter. Ja, ich habe mich auch gerade. Danke. So. Alter. Was kommt ihr dazu, einfach wieder aufzustehen? Wenn die jetzt mal lossprinten, sind die auch hart dabei, ne? Ja. Ohne Kettensäge und Vitamine. Willst du die anhören? Hier, ich droppe dir die mal. Und ein Holzbogen Level 3, na super. Also tatsächlich, die Besi macht Spaß. Hm. Wenn sie denn treffen, natürlich, ne? Ja. So, noch hier ist. Hier in dem Waschbecken ist Shotgun-Munition. Phänomenal. Wir schon an Eisen rumschleppen, nur durchs Zerlegen, ey. Nur wieder unglaublich. Finde ich aber gut. Ja. Dass wir da nicht mehr endlos hinterherrennen müssen. So, oh, hier ist noch ein Kumpel. Hier ist wieder Bauer bei der Action. Wo soll der wissen? Hier. Wow, Jesus Christ. Hab ich doch gesagt. Alter, wieder fünfmal durchgeballert, ey. Boah, bei mir skippen die schon wieder hin und her. Irgendwas ist bei der Verbindung schon wieder eigentlich. Ja, irgendwie kommt das zurzeit öfter vor. Mal wieder. Oh, da ist noch ein Einzelner. Da ist noch eine Shamway-Kiste. Gönn ich mir mal. Mach mal. Ich gehe mal schon mal ein bisschen vor. Hier ist nämlich noch eine. TMF. Ja, wie immer in Shamway. Scheiß. Wie immer in Shamway-Kisten. Ach nee, verrottendes Fleisch. Das finde ich erstmal gut. Und Honig. Hab ich vorhin schon gebraucht. Und nochmal Bier. So. Da hinten ist eine Treppe. 9mm Munition nehme ich auch übrigens. Ja, habe ich für Notfälle auch dabei. Kommst du klar? Ja. Gut, jetzt wäre ich nochmal rübergekommen. Oh, das sind doch ein paar mehr. Wie schnell man sich übernimmt. Nö, wenn man einfach, wenn ich viel einfach so in die Ecke komme. Ich komm von hinten. Kommst von hinten? Ach, oh, hab ich mich gerade erschrocken, Alter. Guten Tag. Ich hab mir einfach einen eigenen Weg gebaut. Okay, oh, da sehe ich schon wieder ein paar. Ja, ja, da sind Kisten. Oh, bei der? Kisten sind da vor allem. Oh, Alter. Ihr gönnt mir auch nicht mal den Dreck und den Fingernagel, oder? Aber die Shotgun-Mumpel, die da drin liegen, die gönn ich dir. Yay. Zack. Alter, wie du mir einfach vor den Schuss rennst. Tja, weißt du, wie das ist, ne? Nee, weiß ich nicht. Zeig mal nochmal. Jetzt weißt du es. Ich wollte dich nochmal beschießen. Da will ich hin, da will ich hin. Aber oh, darüber zu hüpfen, das ist ganz schön riskant. Hast du zufällig Holz dabei? Ich glaube nicht. Ich hab Holz dabei. Ich kann Woodframe-Block bauen. Dann mach doch mal zwei. Wenn wir dann nur einen bauen. Das ist weniger amüsant. Oh, ich hab's fallen lassen, ich hab's fallen lassen. Haha. Scheiße. Es ist weg. Ach, ja. Du hast es. Zack. Geschafft. Nur Schrott, wie immer. Ja. Ah, ein bisschen Dosenfleisch, ein bisschen Wasser, Bier. Ich hab das Scrap-Polymers gefunden. Nightstalker, Slumber Party, it's best time, come late to the party. Do an extra 50% sneak damage to sleeping victims at night. Yay. Oh, hier sind ganz viele Kisten. Ach, die hast du schon ziemlich alle leer. Huh, das war knapp. Die sind alle leer? Hier war ich aber noch nicht. Also eigentlich.
Ach, hier sind wir jetzt. Hier bin ich beim letzten Mal irgendwie hochgekommen. Ich glaube mit Kisten. Okay. Also hier waren wir tatsächlich schon mal oben. Oh, das ist ja geil. Wie hast du versucht, oder hab ich versucht, glaube ich, ein Schloss zu knacken, was dann weg war? Zack. Und? Da ist nichts drin. Echt? Scheiße. Absolut nichts. Das ist ja frustrierend. So, wo geht's denn hier weiter? Da drüben geht's weiter. Da ist ein Treppenhaus. Nee, hier ist ein Treppenhaus nach oben. Okay. Wir müssen uns nur mal einmal durch die Kartons hier durchbekloppen. Ja, doch lieber durch die Wand. Da ist Panzerglas. Ich versuch dich gerade zu finden. Bist du nochmal über das Fließband? Ja, ja. Ich hab dich gerade gesehen. Kommst mir gerade entgegen, glaube ich. Kloppen wir jetzt mal durch die Wand. Noch ein Schlag, weißt du? Und hinauf. Mal gucken, was hier so geht. Okay. Ich versuche mal ein bisschen zu sneaken. Oh, hier ist schon mal Dach. Oh, hier ist alles voller Minen, Alter. Hier ist alles voller Zombies, Bauarbeiter, Scheiß. Boah, die Fotze steht vor mir einfach nochmal auf. Kann er es wagen? Der steht auch nochmal auf, glaube ich. Nein. Ja, draußen ist auch alles. Alter, draußen ist alles richtig voll. Guck dir das mal an. Draußen ist alles vermieden, Alter. Das ist die Tür. Das ist... Oh. Alter, wo kommt der denn her? Scheiße, ich bin gestunt und halb tot. Ich muss mich erstmal verbinden. Gönn dir. Also so. Mal draußen meddeln? Ja, warte mal, wenn draußen vermint ist, wo liegen denn die Minen? Vielleicht können wir die da hinlocken. Nee, warte, komm mit. Oh, Scheiße! Wow. Fuck! Ich leg grad nicht mal an, da braucht es nur reinhalten, Alter. Oh, wo kam die her, Mann? Ich denk mal, von draußen. Oh, da kommt noch einer. Ja, die kommt von draußen. Ja, hier habe ich gesehen, hier ist alles vermint. Guck mal hier lang, Alter. Das ist, nicht schlecht. Das ist hart, oder? Ja, wollen wir ein paar sprengen? Ja, da kommt was rein. Da ist noch eine. Ja, das hat sich doch gelohnt. Und wachst du jetzt auch alle? Ich stand bei einer zu dich dran. Das ist auch nicht dumm. Oh, ich bin auch ein Idiot manchmal, ne? Ja. Durchaus. Aber bei einer ist mir auch direkt ins Gesicht geflogen. Aber kann es sein, dass die Verbände weniger heilen als früher? Das kommt mir irgendwie so vor, ja. Ich habe da gerade nicht so viel gekriegt, gefühlt. Dann hauen wir uns da auch mal durch. Aber die anderen Penner, die da hinten auf der anderen Dachseite stehen, machen mir noch ein bisschen Sorgen. Ja, ich glaube, ich werde gleich mal einen Schlafsack platzieren. Ja, ich liebe ja das Risiko, ne? Och, du bist das. Bis sich das Risiko fett in den Arsch beißt. Ja. Das ist, glaube ich, nur Deko. Boah, 10.000. Dafür, dass da am Ende nichts drin ist, wahrscheinlich. Das wäre ja ein bisschen Nullnummer hier, ne? Also hier ist potenziell nochmal was. Aber ich habe keinen Bock, 10.000 hier aufzukloppen. Komm gleich. Und das Ding ist, glaube ich, auch... Der ist, glaube ich, nur Deko. Der ist, glaube ich, nur Deko. Dann ist das schon. Na gut. Auch immer wieder Eisen, ne? Jo, das stimmt allerdings. Oh, hier liegt noch eine Mine. Aber da gehe ich hier einfach mal fleißig dran vorbei. So, ich schnappe jetzt die anderen. Ich glaube, hier drin ist nichts. Ich snick jetzt die anderen Typen weg, die hier draußen stehen. Warte, ich bin mitgekommen. Du hast Spaß, ja. Und dann fluchen, weil ich es nicht hinkriege. Hier. Wie immer also. Ja. Weißt du, jetzt hätte ich gerne eine Mine, ne? Was, hier ist nur ein Balkon? Wollt ihr mich verarschen? Hier geht's runter. Okay. Na gut, gucken wir mal. Hier müssen wir hin. Hier. Okay, hier sind es auch eine
Aber ich glaube, uns fällt nachher noch wie ein Rücken. Wo bist du denn? Ich bin hier in diesem kleinen Loch. Bist du? Klein. Ich sehe dich nicht. Ich bin fast bei dir. Ach, da. Okay, wieso da? Ah, ja, das geht natürlich. Ich nehme dann doch lieber die die Knarre. Fuck. Wo bist du denn jetzt hingefallen, sag mal? Ach hier. Die können ja wieder von allen Seiten kommen. Boah, die kommen von oben, die kommen von oben. Ja, Carmen. Nee, die sind immer noch da. Oh ja. Hier ist auch eine Treppe nach oben. Ey, hör mal auf, hier wegzurennen. Zur Sicherheit einmal in den Kopf schießen, bitte. Die sind hin. Ich hoffe, das lohnt sich in irgendeiner Art und Weise hier noch. Wahrscheinlich nicht, ist Shamway, Mann. Ja, tatsächlich. So, hier draußen. Ja, kleine Hüftpartie, würde ich sagen. Na, hier kommt nichts. Also die Richtung ist Bullshit. Hüpf einfach. Du wirst davon. Hüpf. Viel Spaß, ich nicht. Ich habe was gefunden, Digi. Was hast du denn gefunden? Ja, komm mal her. Muss ich dir nur deswegen wieder auf die Sprünge helfen, ne? Ach hier, na gut, das hat geklappt. Na gut. Nehme ich mal mit. Oh, das ist aber eng hier. Hier mag ich nicht mal schön. Tasche. Eine Sporttasche. Mega Mantel, Alter. Lass mich verarschen oder was? So, dann muss ja hier auch irgendwie ein Weg rein sein, oder was? Da, ich glaube, da war noch eine Leiter, oder? Bisher noch keine gesehen. Echt nicht? Nein. Wirklich? Weißt du, was ich hier einfach mal mache? Reinklopft. Ja. Boah, scheiße, ey. Das dauert mal wieder. Das ist Edelstahl, Mann. Stahlbeton, meinst du? Na, damals hieß es Edelstahl. Echt? Das konnte man, also man konnte Stahlblöcke nur mit Edelstahlpolitur vom Händler aufwerten. Und das sah dann genau so aus. Okay. Damals auf der PlayStation 4. Ja, mittlerweile kannst du es ja anmalen, wie du willst. So, nur damit wir gleich sehen, ist alles für den Arsch. Ja, muss ich geil. Ich bin erstmal durstig. Oh, stimmt, ich sollte auch mal was trinken. Bei mir ist es ja alles gut. AWG. Ich hoffe mir trotzdem noch irgendwas. Ich meine, die müssen ja auch in den Security-Raum oder sowas haben. Guck mal, rechts von dir, da, dieses oberste Stockwerk, da muss doch irgendwas gehen, oder nicht? Ja, das sieht irgendwie offiziell aus. Eigentlich schon. Oder der Turm da rechts von uns, hier um die Ecke rum. Ja. Erstmal gucken, ob wir da reinkommen. Oh nee. Ach komm. Was ein Scheiße. Da ist nichts. Das war die Schattenzeit. Sorry, Leute, sorry, liebe Zuschauer, jetzt, das war scheiße. Jetzt will ich es wissen. Ich will zumindest reingucken. Oh doch. Spul das vor. Ich hasse solche Sachen einfach unerledigt hier jetzt zu lassen. Das kann so nicht sein. Spul es vor. Spul das vor, ja. Mal schauen, ob ich da Bock drauf habe. Du willst doch deinen Zuschauern nicht diese Hackparty irgendwie zumuten oder was? Was? Ich arbeite hart für mein Geld. So hart für mein Geld. Und gibt's. Ja, am Arsch. Das ist doch was. Da ist eine Leiter. Wo ist eine Leiter? Da ist eine Leiter, wenn du hier ein bisschen rüberkommst. Siehst du? Ja, wir würden von unten reinkommen. Ja, sicherlich. Oder einfach. Oh, ich muss meine Hacke mal reparieren. Wir könnten mal wieder Reparaturkits gebrauchen, oder? Ich habe 13 Stück. Oh, das ist ein paar mehr als ich habe. Ich habe noch 6. Aber ja, könnten wir auch definitiv gebrauchen. Nee, ewig hält der Scheiß ja auch nicht mehr.
Vor allem könnte ich mal einen besseren Hammer gebrauchen. Ich habe meinen immer noch vom ganz Anfang. Welche Stärke ist er? 1. 1? Stahl 1, ja. Also quasi Tier. Wenn du irgendwo einen Eisenvorschlaghammer Level 3 siehst, selbst der ist besser als der Stahlhammer. Na, würde ich nicht zu laut sagen. Doch, doch. Allein schon, weil er halt mehr Damage hat. Nee, eben das nicht. Die Handhabung ist ja die gleiche. Nee, das ist richtig. So, mach klein die Hütte. Dumm, dumm. Das ist ein bisschen wie bei den 7 Zwergen gerade. Mhm. Ach, nun komm. Ja, was tut man nicht alles, um an so eine blöde Treppe zu kommen? Ja, natürlich ist das langweilig, aber muss halt sein. So, nur aber. 2 Kisten auf jeden Fall. Naja, so ein Anfang. Ist jetzt nicht die Welt, aber ein Anfang. Du Scheiße. Ich habe ein Maiskolben gefunden. Und einmal verrottendes Fleisch, das kannst du dir rausholen. Ja, das nehme ich tatsächlich. Das ist tatsächlich gerade das Beste. Ich kann da nicht ran. Was hast du gefunden? Dosenfleisch. Yay. So. Oh, ich habe 10 Wildbret gefunden. Oh, das ist aber gut. Mit dem Wildbret-Eintopf, den gönne ich mir erstmal. Mach das mal. Mal gucken, was oben geht. Ja. So, jetzt sind wir auf jeden Fall ganz oben. Auf jeden Fall ein schöner Ausblick. Herrlich. Boah, schön mit Sonnenuntergang. Gönn dir. Das war's auf jeden Fall. Komm. Alter. Ganz, ganz romantisch. Eigentlich könnten wir so die Folge beenden. Ja, Leute, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Wir lassen euch jetzt hier mit diesem wunderschönen Ausblick zu. Und ich schieße direkt nochmal in die Fresse. Nein, das tun wir natürlich nicht, wenn man den Scheiß noch fertig geht. Ne, aber das weiß ich jetzt schon, das wird mein Thumbnail. Kannst du so eine Flugkamera machen? Ah, guck mal, was ich hier gefunden habe. Hier ist ein Weg drüber. Ich habe vor ein bisschen Holz gefahren. Oh, Jesus. Ja, komm mal. Ich wäre fast abgeschmiert. Ja, ja. Okay. Ich baue da mal Holzstege drüber. Ja, das wird spannend. Ich habe mittlerweile ein paar... Leute, wenn Ragnar was baut, während der Quest... Wird das gut. Unbedingt. So. Na, guck, einmal frei. Was kann, was du willst. Oh, das kann ich nicht. Bei mir bricht zusammen, wetten. So. Das wär gemein, Alter. Das wäre der Shit. Ich so tot Unfähigkeit leiden. Hier ist eine Tür, die wir mal kloppen könnten. Ja, ich spiele hier gerade Müll. Ich nehme ja jeden Scheiß mit. Allein schon wegen dem Messing. Willst du noch ein paar Lockpicks haben? Ich habe gerade nochmal 3 gefunden. Ach, hier bist du. Nicht zwingend. Machst du eine links runter, eine rechts. Sehr gut. Hier gehe ich wieder runter. Ich will ja eigentlich eher nach oben. Ja, weiß ich nicht. Manchmal ist... Ich meine, du kannst ja nach unten gehen. Ich gehe erstmal nach oben. Ja, wo willst du noch nach oben? Hier ist noch ein Steg, Mann. Stimmt, da ist ein... Ja, den bin ich ja gerade lang. Da ist nichts. Und jetzt ist das Ganze hier noch ein bisschen hübscher. Finde ich. Hast du diese verborgene Tür hier nicht gesehen? Komm mal mit. Hast du die Treppe hier nicht gesehen? Also die Leiter? Ja, mich interessiert gerade eher die verborgene Tür hier. Ach du Scheiße! Hilfe! Was ist los? Wo ist es los? Was ist los? Was ist los? Wo bist du? Alter, ich bin diese verborgene Leiter gerade und hier ist ein Feral, diverse Grüne, ein großer, noch ein Feral. Ach du Kacke! Ich finde dich nicht, ich finde dich nicht. Wo bist du? Lauf rum, da ist irgendwo etwas erhöht eine Leiter. Ich setz jetzt einen Schlafsack. Ja, setz ein. Besser ist. Wo ist denn hier eine Leiter? Ich finde keine Leiter. Ich finde hier keine Leiter, Digi. Alter. Gut,
Es passt. Ach, da! Ich komme nicht hoch. Scheiße. Ich hab mal ein bisschen aufgeräumt. Alter. Das ist nur, die Hälfte ist schon despawned. Das war mal übel. Alter. Ich dachte, ist gerade die Blutnacht angebrochen oder was? Weil das auch kurz vor 10 war? Plötzlich dieses Gekreische. Ich denke, Alter, das kann jetzt nicht wahr sein. Ja, alles voll mit Spinnen und so. Hier ist schon mal eine Kiste. Und eine Leiter. Hier ist der Hochofen. Ich weiß zwar immer noch nicht. Oh. Ich gehe nach oben. Bitte? Ich gehe nach oben. Lederhandschuh 6. Workbench Schematic. Na Mensch. Sehr schön. Ja, wir haben doch schon einen. Lederhandschuhe 6, 7,62mm Munition, die ich jetzt auch dringend brauche. Hier sind leider nach oben, ich bin gespannt. Also nach ganz, 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 ganz oben. Oh. Alter, ich hab einen Jackpot. Komm her. Ich bin ganz, ganz oben. Hier ist alles. Haben wir es gefunden, ja? Yo, Alter. Das hat sich gelohnt. Ich hoffe mal, Lok bricht jetzt nicht ab, sonst muss ich den Scheiß aufklappen. Auf jeden Fall ein Helm. Also ein Bergbauhelm mit Lampe. Yes. Die Shamways-Dinger sind halt für den Arsch, ne? Aber oh, Munition für dich. Sehr schön. Boah, eine Machete Level 4 SWAT-Helm. Ja, so jetzt mal im Ernst, ja. Die Munition habe ich mir auch mehr als verdient. Ich habe da gerade so viel verballert. Absolut, absolut. Oh, Steel Knuckles. Ja, hier, gönn dir. Iron Nuggets Level 6, alles dabei. Oh, das nimmt man ja gerne, ne? Bier, Blaubeeren, ja, an den Shamway-Dingern ist halt, wie nicht anders zu erwarten, nur Müll. Baseball Bat Level 2. Achso. Damit. Ich muss jetzt mal ein bisschen aussortieren. Der Topf kann weg. Modify. Da kommt erstmal schwarz rein. Ich habe auch noch kein Rotlichtvisier oder sowas, ne? Steel Knuckles sind hier auch, falls du die gesehen hast. Hab ich. Die Gläser brauche ich nicht, das brauche ich. Aloe Vera Samen habe ich mehr als genug. Das kann ich nicht. Du solltest übrigens die Kisten alle leer machen, damit die wieder neu spawnen. Ja. Die alte Leier. Ja. Also das kann man alles zum Verkaufen mitnehmen. Das kann erstmal hier rein. Ich habe auch immer noch die alte zweieiserne Feueraxt, ey. Irgendwie noch nichts Besseres gefunden. Oha. Der Weapons Bag lohnt sich ja auch, ne? Ja, ist schön. Tierhaut brauche ich jetzt nicht unbedingt. Jetzt nochmal die Basie 2, Knochen, ach doch, brauchen wir auch, scheiße. Für einen scheiß Kleber. Ja, scheiß auf Eisenrohre. Die Eier würde ich ganz gerne benutzen. Das Holz brauchen wir jetzt nicht mehr. Und die Lockpicks haue ich auch weg. So. Joa. Ich würde sagen, das war doch mal eine Ausbeute. Ja, ne, da kann man sich doch mal schön von den Leuten verabschieden. Ne, hier mit dem netten kleinen Ausblick. Diesmal so. Ich bin schon wieder runtergefallen. Gefallen oder gegangen? Gegallen, sagen wir es mal so. Gegallen, ich habe da eine Taschenlampe gesehen. Na gut, wie dem auch sei. Vielen Dank, Leute, fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch wieder ein bisschen gefallen. Und ja, wir treffen uns wieder. In der Basis und dann auch schon fast kurz vor der Blutnacht. Ich denke mal, eine Folge schaffen wir vorher noch. Aber dann gibt's aufs Maul. Bis dann, euer Ragnar Bertelsmann. Reingehauen. No budget nerd.